Ein Impromptu-Kartentrick für Fortgeschrittene. Impromptu bedeutet dabei nicht nur, dass der Zuschauer das Deck selber durchmischen darf, es bedeutet auch, dass er das Trick sogar selber hätte mitbringen dürfen. Ja, die Reihenfolge der Karten, ein eventuelles Setup oder ähnliches sind also völlig irrelevant. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch an ein Video von mir mit einem selbst ausgedachten Trick, bei dem ein König von reichen Leuten entführt und in einem einsamen Wald ausgesetzt wurde und nur mit Hilfe von drei Buben und seinem Sohn wiedergefunden werden konnte. Falls euch an dieses Video nicht erinnert, schaut es euch unbedingt zuerst an. Ich verlinke es euch in der Infokarte da oben, denn es ist die Vorgeschichte zum heutigen Trick. Das hier ist also die Fortsetzung zum anderen Video. Wenn ihr jetzt aber nicht hin und her springen wollt, verlinke ich es euch auch in der Videobeschreibung und auch in der Endcard, dass ihr es wenigstens in der falschen Reihenfolge gucken könnt, so wie die Star Wars Trilogien. Dummer Vergleich, okay. Darauf gehe ich gleich näher ein. Der König und seine drei Brüder spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in diesem heutigen Video. Hier sind zwei, dann ist hier noch einer und wo ist der vierte? Da ist der vierte. Genau. Auf die Rolle dieser vier Könige gehe ich gleich näher ein. Ich wollte euch noch wissen lassen, bei diesem Kartenspiel hier handelt es sich um das Bicycle Oblivion Deck in Weiß. Das war kein Shuffle, ich mische die nochmal richtig durch. Ich verlinke euch dieses Deck als Amazon-Link in der Videobeschreibung, falls ihr das auschecken wollt. Nur bei Interesse natürlich, ist natürlich kein Zwang. Okay. Die Könige. Ich stelle sie euch erst einmal etwas näher vor. Wir haben den Pik-König. Das ist ein übelst brutaler Typ, ja, der schlitzt alles auf, was ihm in die Quere kommt. Der Herzkönig, ein sehr liebevoller, gütiger König, Vergebung und so weiter. Der Karo-König, das ist ein sehr, sehr reicher König, dem geht es eigentlich nur um Geld. Und der Kreuzkönig, das ist der betroffene König aus dem letzten Video, ihr erinnert euch ja, wenn ihr das Original gesehen habt. Auf die Könige gehe ich gleich näher ein. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass in diesem Volk Uneinigkeiten herrschen, denn es gibt reiche Leute, denen das Verhalten der Könige überhaupt nicht passt. Wir mischen das Ganze noch ein bisschen durch. Wir haben reiche Leute, die durch das gerechte Verhalten der Könige selber ärmer werden, damit die armen Leute reicher werden können. Das passt den reichen Leuten natürlich nicht, deshalb hatten sie den König ja überhaupt erst entführt. Ihnen passt auch überhaupt nicht, dass die drei Buben mitgeholfen hatten, den König wiederzufinden. Und deshalb beschlossen sie kurzerhand, die Buben zu entführen. Pik Ass, Karo Ass, Herz Ass und Kreuz Ass, diese vier stellen jetzt mal die reichen Leute dar. Sie packten sich die Buben und entführten sie. Und sperrten sie nicht nur irgendwie ein, nein, sie sperrten diese Buben in ein Hochsicherheitsgefängnis, das aus zwei Gefängnistrakten besteht. Trakt Nummer 1, ein äußerer Trakt, und Trakt Nummer 2, ein innerer Trakt. In diesem inneren Trakt hielten die Reichen die Buben gefangen und der äußere Trakt war randvoll von gefährlichen Wachleuten, die sich gut auskannten und knüppelhart drauf waren. Doch die Könige waren nicht dumm. Sie schlichen sich in dieses äußere Gefängnistraktzentrum Dingensbumskirchen voller gefährlicher Wachleute hinein, mitten in diesen äußeren Gefängnistrakt. Und von dort aus, aus dem inneren Trakt, die drei Buben herauszuholen. Im inneren Trakt blieben also nur noch die Reichen zurück. Kein einziger Bube mehr in Sicht. Der Bube hier, den hatte ich euch nicht gezeigt, das war der vierte, der Sohn des Königs. Denn die Könige hatten es geschafft, ihre Söhne aus dem Hochsicherheitsgefängnis wiederzufinden. Wie dieser Trick funktioniert, das erfahrt ihr am Dienstag um 14 Uhr. In meinem Tutorial dazu, das ich euch in der Infokarte verlinke und auch in der Videobeschreibung, falls das Ganze schon online ist. Ich weiß leider nicht, wer diesen Trick erfunden hat, noch weiß ich, wie er heißt. Ich habe ganz viele verschiedene Tutorials auf YouTube gesehen, aber kein einziger erwähnt den Original-Creator. Wenn ihr jetzt also wisst, wer diesen Trick erfunden hat, lasst mich also bitte unbedingt in den Kommentaren wissen. Ich will den Erfinder ja würdigen. Ich habe es mir nicht vollständig selber ausgedacht. Ich habe nur hier und da vielleicht ein kleines Detail hinzugefügt, das war's aber auch. Ja, für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Wenn ihr noch mehr anspruchsvolle Kartentricks lernen wollt, für die man sehr viel üben muss, verlinke ich euch da oben eine Playlist in der Infokarte. Kartentricks für Fortgeschrittene heißt diese Playlist. Das sind alles nur Tricks, für die man sehr viel üben muss, wenn ich es richtig sortiert habe über die letzten Jahre. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als Dankeschön zu sagen, dass ihr euch das Ganze angeschaut habt. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr meine Performance fandet. Ich finde es unglaublich wichtig zu wissen, ob euch das unterhalten hat oder ob ihr einfach nur noch gelangweilt seid von Kartentricks. Lasst mich dieses Feedback unbedingt wissen. Und links von mir gibt es sonst für euch mein letztes Video und unten rechts, wie versprochen, die Vorgeschichte zu diesem Trick hier. Auf der Seite könnt ihr mich abonnieren, auf der Seite meine Social Media. Wir sehen uns am Dienstag um 14 Uhr zur Erklärung dieses Tricks. Und ansonsten kommen diese Woche sehr, sehr viele Vlogs. Ich hoffe, ihr freut euch darüber schon. Bis dahin, euer Mr. TrickXL und ciao.